31. Oktober, Halloween, 23 Uhr, der perfekte Moment, um die Horrorbooks von Loot Raider auszupacken. Ich freue mich voll seit einem Monat auf diese Box, weil ich liebe Halloween, ich liebe Horror. Das Ding kann nun gut werden. Und gerade habe ich mich sau gefreut, dass das sogar eine eigene extra Verpackung hat, mit Handaufdruck, der fast so groß ist wie meine Hand. Und hier steht drauf, Achtung, menschliche Körperteile bitte nicht werfen. Das finde ich gut. Das kann nur gut werden. Ich mache sie auf. Ich freue mich total. Wie macht man die denn auf? Ui, da ist Blut drinnen drin. Wir fangen an mit einem T-Shirt. Natürlich. Boah, boah, boah. So viel. Okay, es ist ein T-Shirt. Es ist Walking Dead Zombie Apokalypse. Das finde ich cool. Mag ich. Sieht man das? Ja, das sieht man. Was haben wir noch drin? Wir haben eine... Ernsthaft? Das ist eine Spritze. Es ist ein Kugelschreiber in Form einer Spritze. Das ist so, da ist sogar irgendwie Blut drin. Ja, geil. Boah, ist das viel. Okay, wir haben einen RV Walker. Genauso spricht man den nämlich aus. Wie cool ist der denn? Der hat einen Schraubenzieher im Auge. Ich mag den. Aber der hat keinen Wackelkopf, sondern dann kannst du den Kopf drehen. Ja, sehr geil. Ich freue mich gerade. Der ist aber echt cool. So, was haben wir noch drin? Wir haben ein Special Sticker Horror Pack. Okay, das scheinen einige Aufkleber zu sein. Wir machen die einfach mal auf. Ich reiß die jetzt mal ganz dreist hier auf. Wir haben irgendwelche Wunden, Bonbons, Ameisen, Zombie Furby, Happy Halloween, ein kleines größeres Loch, eine Spinne und Blut. Sehr geil. Wir haben einen Anstecker noch drin von der, lass mich nicht lügen, Umbrella Corporation. Und was zum Teufel ist das? Das ist, Monitor-Reinigungsspray. Glaube ich. Passt natürlich super in den Horrormonat, aber finde ich gut. Kann man immer gebrauchen. Sehr geil. Und 100% Natur. Ja, da freue ich mich. Muss ich sagen, dieses Loot fand ich gar nicht mal schlecht. Also mein Highlight ist irgendwie dieser Zombie, weil der sieht echt verdammt geil aus. Da freue ich mich gerade voll drüber. Das war das Loot von diesem Monat. Falls ihr mein Halloween-Special noch nicht gesehen habt, dann seht ihr das hier oder da. Da, glaube ich. Da auf der Seite. Nein, da. Ach, keine Ahnung. Auf einer der Seiten seht ihr auf jeden Fall mein Halloween-Special von diesem Jahr. Und falls ihr das letzte Unboxing-Video von das Loot vom letzten Monat noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da drunter klicken. Das ist ganz einfach. Das schafft ihr schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Happy Halloween. Und bis dann.